So, und damit sage ich willkommen zurück bei Let's Play Inazuma Eleven, wo ich übelst viel trainiert habe. Ich schwitze heute noch. Ja, ich glaube, ich zeige es am besten mal. Ich denke, die meisten Level, die können für sich sprechen. Wie man auch sieht, habe ich ein paar neue Gegner dazugekriegt, also ein paar neue Spieler. Und dann auch ein paar von der Otaku Chunai, nämlich Idol, Gamer und Cosplay. Wie es dazu kam, erzählt dann einfach mal im Spiel. Ich bin jetzt ein bisschen, ja, ein paar sind auf Level 37 gekommen, das ging relativ flott. Nathan auch und Kevin. Und da sind auch noch ein paar. Und da ist was ganz Bestimmtes für Tauren 900. Guck mal, ich hab Shadow. Leider ist er noch auf Level 5, sprich, der bringt mir jetzt im Spiel noch gar nichts. Aber ich habe ihn mal ins Team genommen. Und ich muss sagen, der ist schon ziemlich cool. Er erinnert mich ziemlich leicht an Ryu Bakura. Auch mit der Finsternis und alles und vom Blick her und alles. Schon cool. Ja, da sind auch noch ein paar, die ich mal jetzt so mitgenommen habe. Aber naja, darum geht es jetzt gar nicht. Jetzt geht es nur darum, dass wir ins Finale kommen. Beziehungsweise, wir sind schon im Finale. Aber ich heile jetzt mal alle auf. 350. Puh, das war ziemlich knapp, denn ich habe fast alle Lernpunkte für... Kann ich auch mal relativ gut zeigen. Steuerung. Ausrüstung. Hier. Ich habe allen die Kleberstollen angelegt, da ist mein ganzes Geld drauf gegangen. Wie man auch sieht, ist bei der Schusskraft bei ziemlich viel übelst in die Höhe gestiegen, vor allem was ich richtig übel finde. Axel Blaze fast schon 60 bei Schusskraft. Und dann sind auch so ein 30er, 40er Bereich, das ist ziemlich geil. Und ja, ich hoffe, das wird auf jeden Fall reichen für das Spiel gegen die Royal Academy. Und ja, ich habe mich aufgeheilt. Und übrigens, ich habe auch einen Ersatztorwart, da ich jetzt mal überlegt habe, dass ich mal Mark auswechsel und dafür den guten, hier, den guten Idol ins Tor setze und dafür ein bisschen mit Mark rumzocke. Da er auch einigermaßen gute Schusskraft hat und Verteidigung ist schon bei 50. Das ist auch wie bei dem... Also 50 hat bisher, soweit ich weiß, noch gar keiner. Gut, er ist Torwart, aber... Ja, egal, ich will es auf jeden Fall mal versuchen. Und ich denke, das Spiel ist dafür eine gute Gelegenheit. Also, lang genug gequasselt. Wir sind übelst vorbereitet. Wir kaufen eine Fahrkarte zur Royal Academy. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, wie das Ganze so wird. Ich hoffe, das Training hat sich bezahlt gemacht. Oh. Die Royal Academy. Schön, so eine Katze mal wieder zu sehen. Das ist also die Royal Academy. Sie ist tatsächlich so riesig, wie alle sagen. Hier drin kann man sich hier verlaufen. Kommt! Wir müssen die Academy schlagen und unseren Platz als legendäre Inazuma Eleven beanspruchen. Betritt die Academy! Eine Sperre hat sich gelöst. Sprich mit Ziel, um weitere Infos zu erhalten. Epische Mucke. Denkt nicht, ihr könnt in die Royal Academy reinspazieren und dann ganz einfach wieder raus. Ich glaube, das geht schon. Wir von der Royal Academy sind seit 40 Jahren das beste Team im Land. Wir sind ein anderes Kaliber als ihr. Okay. Geradeaus geht's zum Stadion. Da werdet ihr sehen, wie stark das Team der Royal Academy ist. Gut, dann gehe ich mal nach vorne. Sieht aus wie Tennisplätze. Von oben hier. Sharp macht sich Sorgen um irgendetwas. Das passt gar nicht zu einem Spieler wie ihm. Was da los ist. Oh, sexy Lady. Axel Blaze? Oder lieber doch, Jude Sharp? Wie soll ich den jetzt anfeuern? First Girls Problem. Und wir kriegen alle den gehaltenen Zickzack-Punkten. Stimmt, da habe ich auch noch ein paar Techniken. Habe ich mal aufgeschrieben, wer was gekriegt hat. Jim, also. Ja, Jim. Hat Kehrseite gekriegt. Eine übelst geile Technik, die muss ich auf jeden Fall zeigen. Bei einem Level Up, genauso wie Bobby, der Klingelangriff erlernt hat. Oh Mann, so riesig! Das sagen die Frauen zu mir auch immer.
Und dann noch bei so Anleitungsdengeleng habe ich noch Bobby Blitzschipitzer, Mark Temposport und Decker den Falkenschuss gelernt. Was eine doppelte Technik ist, mit zwei Spielern bin ich mal übelst gespannt, wie die Technik drauf ist. Dass ihr Bobby Schieber einfach in euer Team nehmt. Sagt mal, was denkt ihr euch dabei? Ich denke, ich kann ihm vertrauen und ja. Ich hoffe, dass das Vertrauen nicht ausgenutzt wird. Sonst muss ich ihn töten. Hm? Was ist mit Celia passiert? War sie nicht gerade noch hier? Oh, sie quatscht mit Sharp. Versteht ihr es denn nicht? Wenn ihr dieses Spiel nicht aufgebt, seid ihr alle in großer Gefahr. Was für ein schlechter Lügner du doch bist. Würdest du so weit gehen, nur um zu gewinnen? Ich spreche nicht von mir. Hör mir gut zu. Dir muss ich nun wirklich nicht zuhören. Besonders seit damals, vor 6 Jahren. Dir ist doch jedes Mittel recht, um beim Fußball zu gewinnen. Celia! Oh Mann. Entschuldige, Mark. Das ist so riesig hier. Da habe ich mich glatt verlaufen. Das ist nur der Kreuzung. Naja. Sei vorsichtig. Wer weiß, was die Fallen sie hier versteckt haben. Ziel ist auch wieder da. Also lasst uns mit dem Spiel beginnen. Einverstanden. Das kann Spaß werden. Hillman. Sie sind also endlich hier. Tag. Die Zeit der Abrechnung ist gekommen. Ich hoffe, du bist bereit. So wie es gerade ein bisschen ruckelt. Schön, dich zu sehen, Sharp. Heute werdet ihr nicht wie letztes Mal davon kommen. Wir werden siegen. Evans. Es ist mir immer wieder eine Freude, aber wir haben keine Zeit für ein Pläuschen. Du musst mir zuhören. Schon gut, schon gut. Was gibt es denn Wichtiges? Ich wollte es euch schon früher erzählen. Aber da war keine Zeit dafür. Hört mal her. Sobald der Pfiff ertönt, verschwindet alles sofort aus dem Mittelkreis. Was? Was soll das bedeuten? Mark, glaubst du ihm? Warum sollen wir da verschwinden? Was soll das bringen, den Mittelkreis zu verlassen? Wir alle dieselbe Stimme haben. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Sharp würde uns bei so einer Sache doch nicht anlügen. Hm? Wenn Fußball ein Spiel ist, ist Sharp immer eine ehrliche Haut. Es sieht ihr nicht ähnlich zu Beginn eines Spiels, der Gegner anzulügen. Aber... Mark! Was sollen wir machen? Ich weiß, was wir machen. Ich glaub dir, Sharp. Das überrascht mich selbst. Mark! Mark! Mark, meinst du das ernst? Ich vertraue Bobby. Bobby vertraut Sharp. Also kann ich ihm auch vertrauen. Das macht natürlich Sinn. Ich vertraue dir, Sharp. Wir bestimmten alle direkt nach den Anführern aus dem Mittelkreis. Du bist wirklich einzigartig. Ich hoffe, das ist jetzt kein blöder Trick oder was. Glück gehabt, Bobby. Sharp. Mark. Seid ihr sicher? Na, ich hoffe mal. The fuck? Was ist denn das? Stahlträger? War das der Plan der Academy? Wenn wir wie üblich gespielt hätten, wären wir alle zermalmt worden. Wow, wie schrecklich! Wo sind die Stahlträger jetzt? Egal. Sharp! Du hattest recht. Ich habe es geschafft. Das reicht. Oh, wo kommt ihr jetzt her? Herr Smith! Wir haben das ganze Gebiet umstellt.
Dieses Mal entkommst du nicht, Dark. Ach, er war das. Macht natürlich irgendwie Sinn. Was? Du bist doch nur ein einfacher Auslaufspolizist. Nicht zu fassen. Du nutzloser Plattfuß. Dark, du bist verhaftet. Herr Smith, Sie sind Polizist? Tut mir leid, dass ich es euch nicht früher gesagt habe. Ich wollte vor dem Zugriff keine Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Aus dem Zwischenfall vor 40 Jahren habe ich meine Reporter draußen hinter mir gelassen. Ich hatte ein Eid zu erfüllen, um seiner gerechten Strafe zuzuführen. Aber warum gerade jetzt und hier? Wir haben einen Hinweis von jemandem aus der Royal Academy erhalten. Ah, wahrscheinlich von Shoot. Okay, jetzt haben wir da ziemliche Pluspunkte bei mir. Von jemand aus der Academy? Das kann ja nur... Sharp! Kam der von dir? Ich dachte mir, gegen Schwächlinge wie euch muss man gar nicht unfair spielen. Das war alles. Du steckst dahinter? Unglaublich, wie du mein Vertrauen missbraucht hast. Tut mir leid, Kommandant. Aber wir können doch auch gewinnen ohne solche... Ruhe! Das wirst du noch bereuen, Sharp. Hast du vergessen, wem du zu verdanken hast, wo du jetzt bist? Immer schön ruhig bleiben, Doc. Die Zeit deiner Herrschaft ist vorbei. Herrschaft? Okay. Nach dem Zwischenfall vor 40 Jahren bin ich zur Polizei gegangen. Nur um diesen Tag zu erleben. Wow, du meinst ja ziemlich ernst. Komm, komm, komm. Gut, erwischt. Spannende Verfolgungsjagd at its best. Lass mich los. Wir sind noch nicht miteinander fertig. Du kannst mich nicht aufhalten. Danke, Sharp. Danke, Sharp. Wir vertrauen dir unser Leben. Nach ohne zweifelhafte Methoden werden wir gewinnen. Seid ihr bereit? Klar, nur zu. Aber dieses Mal spielen wir richtig. Na dann, zeigt mir, was ihr drauf habt. Okay. Ich bin bereit. Royal Academy. Kein Grund, mit schmutzigen Tricks zu spielen, Herr Kommandant. Ich werde beweisen, dass wir sauber und fair gewinnen können. Sharp. Los, Sharp. Diesmal wollen wir ein Ergebnis, das unsere Leistung entspricht. Keine Sorge, wir holen uns schon, was uns zusteht. Und euch zeigen wir den Unterschied zwischen unserem Können und eurem. Rayman vs. Royal Academy. Das Finale der Football Frontier. So sieht's bei uns aus. Gut, genauso wie ich es geplant habe. Ich muss mal kurz gucken. Genau, ich denke mal, dass ich die noch auf die Ersatzbank stelle. Spannende Musik. Geht aber 237er. Hier brauchst du da gute Techniken und auch eine. Ich wechsle ihn mal mit dem guten Sam aus. Aufstellung passt eigentlich. Superstar 5. Der Taco setzt auf 5 starke Stürme. Habe ich denn die hier? Weiß ich jetzt gar nicht, wo die Aufstellung jetzt hier habe. Na egal. Sieht auch nicht schlecht aus. Ja. Gut. Und jetzt gucken wir uns mal die Gegner an. Auch mal extrem auf das Level gespannt bin, obwohl wir die Spiele ja eigentlich schon alle kennen. Okay, ich glaube, ich habe mich ein bisschen zu hoch gelevelt. Mit teilweise 37. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das Ganze dann im Spiel wird, denn so viel CP und so viel KP vor allem haben die meisten meiner Spieler nicht. Was haben wir hier noch alles? Ich habe noch nie die Ersatzbank-Leute angeguckt. Von der Royal Tactic? Okay. Na egal, wir wollen endlich mal zum Spiel anfangen. Und los geht's! 5 Minuten vor Ende des Parts beginnt das richtige Spiel. Entschuldigung.
Da war eine kleine Verzögerung, aber keine Angst. Jetzt geht das Spiel richtig los. Und los geht's! Keine andere Technik. Finte. Wie mache ich das am besten? Also ich müsste eigentlich... Ui, das war knapp. So, und? Verdammt, läuft das gut. Und BAMS! Das ist ja ein Traum. Okay, wir haben gewonnen. Scheiße, ich habe viel zu weit trainiert. Ich war ja einige ein bisschen drauf gefasst, dass die wieder so eine Technik einsetzen, so eine fiese. Okay. Hat er schon Metall gemacht alles. Ich wusste nicht, wie stark die sind, also, ja. Tja, so ist das eben im Fußball. Dass wir uns von denen ein Tor einfangen, ruiniert den Ruf unserer Mannschaft. Obwohl ich glaube, irgendwann mache ich wieder einen Fehler und dann gleichzeitig das mit 1:1 aus und dann bin ich wieder in heller Aufruhr. Wenn wir jetzt mal der Gegner am Ball. Setz mal den guten Decki ein. Kevin ist auch mit dabei. Okay, ich glaube, mein Tackling besser gewesen. Voll in die Eier. Gut, dass das einen Fall gibt. Setze ich mal die guten Axel ein bisschen weiter. So, du machst einen Zickzack-Funken. Fuck. Na, ja, fast. Erdbeben. Sam's. Dings, Sam. Jim. Jim. Timmy. So viel Namen. Gut, du haust die mal weg von Samford. Und es bleibt wieder spannend. Denn ich rechne das schon sehr stark mit einer Technik. Deshalb lieber mal die Himmelshand. Was ist das denn? Mit drei Spieler. Oh Gott, hoffentlich kann ich die aufhalten. Aber bitte halten auf, bitte. Komm schon. Gott sei Dank. Da ging mir doch in die Muffe. Ah, tut mir leid, Sharp. Los, Leute, zeigen wir es ihnen. Meine Güte. Geh einfach mal nach vorne bolzen. Fuck. Dachte mir, der Simmons ist ein bisschen zu nah dran. Doch ein bisschen zu gefährlich. Komm, komm, komm schon. Tackling müsste klappen. Nicht schon wieder. Na gut, ein drittes Mal reicht das nicht aus. Aber das heißt auch, dass er keine Technik einsetzen kann. Deshalb bin ich mal so abenteuerlich und versuch's mal mit Fangen. Gut. Ja, das müsste komplett eingesetzt, seine KPs. Oh ne, seine TPs. Technik Points, tut mir leid. Ah, tut mir leid, Sharp. So, und jetzt sind wir in der Reihe. Oh mein Gott. Ob das was hilft? Ich glaube eher nicht. Denn es sieht gut aus. Verdammt. Ach man, der war direkt in meine Richtung. Komm schon, Timmy. Nein, verdammt. Axel, Gott sei Dank. So, du haust den Blitzschipitze raus. Müsste klappen, müsste... Betonung liegt auf müsste. Und ich sehe gerade, der Part ist schon dem Ende zugenäht, aber ich spiele noch bis zum Ende der Halbzeit. Wir wollen es ein bisschen spannender machen. Und Sharp kommt auf mich zu. Ich hoffe,
Auch gut. Bei dem weiß man nie. Oh, der ging scharf in die Ecke. Ich hoffe, das wird trotzdem was. Aber mit dieser Riesenschranke klappt das schon. Das Lachen wird euch bald vergehen. So, jetzt sind wir in der Reihe. Ende erster Halbzeit. Klappt ja ziemlich gut bisher. Ist ja deutlich besser, als wir dachten. Ja, das ist mir jetzt auch ein bisschen... Naja, ich bin super, also passt es schon. Ja, dafür haben wir hart gearbeitet. Und stundenlang trainiert. Ja, das waren 3 Stunden oder was, das geht so übelst lang. Na egal, hat sich auch schon ziemlich bezahlt gemacht. Ha, übertreibt mal nicht. Bildet euch bloß nicht ein, sonst gibt's ein unsanftes Erwachen. Ja, die eigentliche Herausforderung beginnt jetzt. Gebt alle euer Bestes. Gut, die erste Halbzeit ist zu Ende und damit auch das Ende dieses Parts. Das Finalspiel der Football Frontier geht um einiges besser wie gedacht. Er liegt vor allem an dem harten Training, an den guten Schuhen und an der guten Motivation. Ja, bisher läuft relativ gut und ich hoffe im zweiten Teil läuft es genauso gut. Also, ich sage danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Inazuma 11, wo wir die Royal Academy richtig in Grund und Boden stampfen. Mir fällt kein besseres Wort ein. Na egal. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.